So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen ist am Mikrofon. Ich begrüße euch. Wir haben heute was Spannendes vor. Eine kleine extra Folge nochmal. Normalerweise wollte ich die Aufnahmesession schon beenden. Aber dann ist mir aufgefallen, es gibt hier eine kleine Option, die uns nochmal nach vorne katapultieren könnte. Versuchen wir es mal so auszudrücken. Es sind 6 Provinzen, die für mich momentan so ein bisschen im Fokus stehen. Wir wollen Folgendes probieren. Die PU zu erzwingen gegen die Pfalz. Dafür müssen wir aber auch Krieg gegen Polen führen. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir machen das mal. Wir laufen mal zu Pfalz. Ansonsten, ja, wir bauen noch Gebäude. Müssen wir eigentlich nicht auf so viel Rücksicht nehmen. Verpiesen sie sich schon. Und zwar, wir probieren's. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Wenn nicht, ich denke mal, so viel Schaden können wir nicht anrichten. Wir gehen eine Staatsehe ein. Am 1. Februar können wir den Thron beanspruchen. Wir nehmen zwar dann ein bisschen Stabilitätseinbruch in Kauf, aber das macht nichts. Da ist er. Und jetzt müssen wir noch einen Monat warten. Am 2. März können wir dann die Pfalz in die PU drücken. Schauen wir, probieren wir es. Wir machen das. Das einzige Problem, was ich sehe, wir haben wirklich sehr, sehr viel aggressive Expansion. Ich hoffe, die knallt nicht komplett raus, wenn wir jetzt die Pfalz in die PU drücken. Denn Österreich ist ja auch schon, steht ja auch schon in den Startlöchern. Wir müssen uns dann nur noch gegen Polen verteidigen irgendwie. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, 2. März. Bis dahin darf kein Nachfolger kommen. Boah, mich eben schon erschrocken. So, ein bisschen Glück brauchen wir jetzt. Da ist er. Der 2. März. Uns hilft nur Aachen. Warum ist sie mit Hessen noch? Wir probieren mal was. Ludwig von Hessen hat keinen legitimen Nachfolgereinfluss. Oh, ich habe jetzt hier auch. Am 23. soll ich jetzt bis zum 23. März warten wegen der Allianz zu Hessen. Und dann kommt ein Nachfolger, hundertprozentig. Und die nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit. Ja. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Jetzt haben wir es richtig vom Zaun gebrochen. Geht leider nicht. Okay, müssen wir hier stehen bleiben. Wow, wow, wow. Ui, ui, ui. Wir sind mehr. Sie sind mehr, das ist klar. Müssen die irgendwie alle rauskriegen jetzt. Wow. Gegen wen führt Österreich jetzt Krieg? Gegen niemanden, okay. Wir müssen jetzt, dass am Ende nur noch Polen übrig bleibt. Der Rest ist echt überschaubar, ist nicht so stark. Jetzt haben wir gleich interne Konflikte, okay. So, Nürnberg gewonnen. Da haben wir die ersten, sind raus. Geld nehmen wir mit. Kriegsreparationen. So, wen haben wir denn noch? Hessen. Da oben ist Polen, Litauen. Versuchen wir unser Glück. Wir haben jetzt gleich 2 Bündnisse aufgelöst mit diesem Krieg, aber so eine PU ist nie verkehrt. Beziehungsweise kriegen wir diese dann auch, ich glaube sogar noch einen Bonus. Frieden, sehr schön. Sind wir jetzt schön durchgerutscht. Brauchen wir nicht. Können wir so stehen lassen. Dann nach Aschaffenburg. So. Administrative Technologie, sehr schön. Spannend.
Habe ich auch so noch nicht gemacht. Für mich jetzt auch das erste Mal. Wo ist Belagerung? Wir haben kein Belagerungsspezi. Klasse. Man könnte sich fast überlegen, nee, wir nehmen nur die PU. Also jetzt noch Ländereien zu nehmen und alles, das wäre dann auch wirklich zu viel des Guten, ne? Mainz noch raus und das war's. Sehr schön. Und dann nur gegen Polen verteidigen. Kann nicht so schwer sein. So. Geht voran, weil sie auch alle keine Tower in der Hauptstadt haben. Wir stellen uns schon mal zur Defensive auf. 66.000, wow. Haben wir auch, so ist es nicht. Na komm, noch einmal, oder? Bleiben Sie entspannt. So. So, dann wollen wir doch mal gegen Polen. Und die Pfalz. Oh, wir müssen uns beeilen lassen. Ein 6er Tower hauen die ja nicht gleich weg. Gucken wir mal. Wir haben 5,9. Gegner 5. Moral, ne? Okay. Hier würde ich ganz gerne erhöhen, sobald wir ein bisschen Macht haben. Okay. Dann haben wir das. Können wir eigentlich in die Defensive gehen? Oder in die Offensive und Polen noch belagern? Ja, zumindest sollten wir dann hier die Front ein bisschen nach vorne schieben. Was hat Österreich geplant? Nix, zum Glück. So, da kommt der nächste schon. Dann drücken wir hier hin. Nicht ohne. Das ist nicht ohne. Das meine ich. Oh, wir schaffen das echt. Wahnsinn. Puh. Ja, Zweierburg, da brauchen wir jetzt nichts machen. Setzen wir nur einen nebendran. So, haben wir ein bisschen Zeit. Wir bauen aus. Achso, 1000. Wir wollten ja unbedingt schon sehr lange in München einen größeren... Ach, können wir in Kriegszeiten nicht. Schade. Okay, na dann organisieren wir uns im Kleinen. So. 85.000 haben wir aktuell, nachdem wir die durchgezogen haben. Die Kollegen, glaube ich, sind wir nochmal ein bisschen höher. Dürften wir so auf 90 mindestens rauskommen. Sehr schön. Dann müssen wir bloß nach Warschau kommen, ne? Um Polen rauszunehmen. So, marschieren mal langsam. Ich trinke mal einen Schluck Saft. So, wen haben wir da jetzt? Oh. Oh, Disziplin ist teuer. 13 Dukaten ist mir ein bisschen zu viel. Nehmen wir Festungsverteidigung. Geh mal hier hin. Ja, wenn wir den Tower haben, können wir eigentlich direkt nach Warschau durchmarschieren. Vielleicht klappt's ja. Hat die Provinz hier auch so Berge? Ja, ist auch so bergig. Nicht so prickelnd. Ja, das wäre es jetzt. Wie gesagt, wir würden dadurch auch diese Mission abschließen, die mir im frühen
einem frühen Zeitpunkt so ein bisschen flöten gegangen ist. Das würde dann auch nochmal den Missionsbaum von Bayern ein bisschen beschleunigen. So, da sind 30.000 Polen. Wir marschieren langsam, bleiben noch ein bisschen zusammen. Nimm auch Aachen mit. Und dann belagern wir die Hauptstadt. Und dann sind sie durch, die Polen. Ja, ich würde sie ganz gerne wieder ins Bündnis mit reinnehmen. Gerade gegen Böhmen gar nicht so verkehrt. Oh, Brandenburg hat sich da oben ein bisschen verbreitet oder ausgebreitet. So. Das war's. Die dürften eigentlich rausgehen. Kein Penning. Naja, dann komm. So. Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? Geld lasse ich denen mal. Da haben wir's. Da haben wir es. Jetzt müssen wir bloß die Beziehungen verbessern. Ab nach München. Ab nach Ingolstadt. Sehr schön. Ja. Schöne Sache. Vereint die Wittelsbacher. Beansprucht Tirol. Sehr schön. Und wir haben eine Wiedereinrichtung der Union, Kriegsgrund gegen Österreich. Ja, habe ich jetzt nicht gewusst. Läuft. Wir haben noch Ansprüche ohne Ende, glaube ich. Ich glaube, mit diesem, ja, Nordrhein, mit dieser Union wäre dann hier alles besiegelt. Ich wüsste aber nicht, wie wir die halten sollen. Keine Ahnung. Aber wir spielen sie. Wir spielen sie. Ja, alle ein bisschen. Geld haben wir. Wir könnten den Osman nochmal kaufen. Ich weiß nicht, kann man das halten dann? Ich kann es euch nicht sagen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wie viel? Wir sehen es ja schon an der Entwicklung. Das wird so brutal teuer. Ich mache hier auch mal Loyalisten unterstützen. Weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Komm schon. Scheiße, 1000. Wo kriege ich die 1000 her? 1000 ist klar. Wie viele Jahre sind es? Alle 3 Jahre. 9 Jahre dauert es. So, kommt ihr wieder rein in die Heimat oder bleibt ihr jetzt weg? Nö. Die bleiben weg. Brandenburg, ne, die mögen uns auch überhaupt nicht mehr. 54. So, das investieren wir natürlich. Jetzt wirklich spaßig. Achso, ich wollte ja unbedingt hier Beziehungen verbessern. Komme ich schneller an den Osman. Vielleicht ruft er mich mal zu den Waffen oder so. Das wäre doch klasse. Gegen Ungarn. Ja, wir müssen Österreich in die PU holen, Leute. Dann hat sich das Ganze hier ein bisschen vereinfacht, ne? Wie lange hält denn der Wiedereinrichtungskriegsgrund? Nicht wieder den gleichen Fehler machen wie zuletzt? So, jetzt haben sie Krieg gegen Provence. Provinzialische Eroberung von Bresse. Wo ist das? Mainz, Ulm, Flandern. Mainz, Ulm, Flandern. Schweiz, Bresse. Da, Schweiz. Okay.
Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wo wir das jetzt... alleine schaffen wir es nicht. Das ist wohl klar. Das ist noch ein bisschen zu dick, der Fisch. Aber mit dem Osman, wenn wir da ein bisschen schneller an 7... Ah, 3 brauchst du halt, ne? Mist. Wirklich sehr ärgerlich. Das Geld ist die eine Sache, aber... Man könnte ja versuchen. Die wollen nix. 3000 Schulden schon wieder. Ja, wir können uns das auch zusammensparen. Das sollten wir uns eigentlich auch sogar zusammensparen. Dann wollte ich gucken wegen der Entwicklung. 693, 915. Ja, mehr Entwicklung als wir. Also in meinem Spielverständnis lässt sich so eine PU nicht halten. Aber mit Österreich in der PU wären wir halt unschlagbar, ne? Gucken wir mal kurz. Wie geht's denn hier weiter? Bäuerische Leitkultur. Keine benachbarten Nationen folgt einem ketzerischen Glauben. Ja, das ist natürlich unmöglich momentan. Dominanz ebenfalls. Sehr schön. Da können wir noch ein bisschen was machen. Das sollte man auch ruhig mitnehmen hier. Diplomatische Reputation. Beides gut. Kann man auch später noch nehmen. Ich überlege jetzt gerade. Was kommt denn, wenn wir das schaffen? Union mit Österreich. 20 Prestige. Friesland kriegen wir dann. Holland, südliches Nordbrabant, Venetien. Gottes Willen. Also sehr, 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 sehr interessant, wie das weitergeht. Sehr, sehr interessant. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. Wie viel haben wir denn jetzt? 91.000. Alleine kann ich das nicht. Das ist so dick. Und was laufen die dann da rum? Mit 15.000, 13.000. Ja, komm schon. Es wäre wirklich klasse, wenn wir da jetzt... Ja, bloß halten ist dann auch schwierig, ne? Also die Union zu halten ist dann auch nicht so selbstverständlich. Und zu integrieren ist nahezu unmöglich. Da geht's wieder gegen Dänemark. Und wieder Brandenburg dabei, ne? Ah, ne. Bündnis gebrochen mit Böhmen. Sachsen, Trier, Rothenburg. Aber kannst halt auch nicht unendlich jetzt aggressive Expansion aufbauen. Ich verzichte nochmal. Aber noch ein Bündnis loswerden ist jetzt wirklich langsam kritisch, ne? Dann habe ich gar keinen mehr in Europa. Schwierig. Schwierig. Ich will auch kein Land haben, wisst ihr? Das ist auch wieder sowas. Nicht, dass die jetzt uns, wenn wir das Ding gewinnen, hier noch Land geben, habe ich noch mehr aggressive Expansion. Mir ja schon bei 56 hier, 51 dort und beim Ösi auch schon bei über 60. Muss mich doch mal irgendeiner mal wieder mögen. Ah, da. Der Alte. Dann können wir es ablehnen. Okay. Bauen wir ein bisschen, wie heißt das, ein Drill auf. Gut. Jetzt wollte ich schauen, wie lange der Kriegsgrund gilt. Ne, andersrum müssen wir gucken.
91. Dann wird er. Wie lange hat denn noch der Kollege hier mit Mamelucken? Auch nicht mehr. Der wird nochmal einen Krieg führen gegen Mamelucken wahrscheinlich. Ist schwierig momentan. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es handeln soll. Allein gegen Mainz, Ulm, Flandern und Österreich sind doch ein bisschen viel. Ich hätte es aber so gern. Die andere Frage ist, ist es nicht einfach sowieso viel zu groß, um es zu halten? Wie geht's denn weiter mit den Missionen? Nochmal reinschauen, nochmal, bis man es hat. Ist in der Religionsgruppe christlich im Besitz von Bayern oder seine nicht tributpflichtigen Untertanen? Also wenn ich Köln habe, schön. Bayerische Niederlande, Ausdehnung nach Italien. Ja, es geht dann so die Richtung, ja. Ne, jetzt haben wir das. Genau. Österreich, Mission beansprucht von Tirol abgeschlossen. Alle Provinzen im Gebiet Österreich in Besitz. Alle Provinzen im Gebiet Steiermark in Besitz. Prestige und dann noch Ansprüche zur normalen Expansion. Friesland. Zehn Brandenburg. Armeetradition und Disziplin. Wahnsinn. Ja. Ihr seht, ne, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Verloren. Heidelberg brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Mainz, Ulm, Flandern ist auch wirklich viel. Es hilft auch keiner, ne? Osmane kann ich. Polen will nicht. Beide eigentlich das gleiche. Kostet nur Geld und. Hier unten, die holen sich jetzt noch mehr Österreich, die wachsen noch ein bisschen. Die müssten noch mal einen Krieg haben gegen Großbritannien vielleicht und dann geschwächt, das wäre noch mal so eine Option. Aber deren Hauptland ist auch so weit weg von ihrem Frankreich, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? Mühlhausen. Huiuiui. Ja, es ist momentan nicht drin. Das wäre jetzt einfach zu risikoreich. Zu risikoreich. Das. Ich weiß nicht mal, ob wir das gewinnen. Ich weiß es, wir sind so knapp dran. Ne, wir sind so knapp dran. Wir können das gewinnen. Das ist schon machbar. Mainz, Ulm, Flandern. Mainz haben wir schon gehabt. Ulm, Flandern. Und Österreich. Wie viele Männer haben die denn momentan rumlaufen? Nochmal hier rauf. 119, wir haben 74, fast die Hälfte. Oder nur die Hälfte, wie man möchte. Bin drauf und dran, es alleine zu probieren. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Da sehe ich schon die 60.000 Mann, ne? Das ist ja dann auch nicht wenig. Du musst doch erstmal alle kaputt hauen. Und Rekrutenreserve? 8, 67 Söldner. Und die Schulden ist ja denen alles vollkommen Latte, ne? Ist ja schade, man sieht es jetzt bei Spanien nicht. Ich weiß nicht, ob es da ein Menü gibt für Schulden. Moment, lass mal gucken. Da, Wirtschaft. Darlehen. Da sieht man nichts. Da sieht man nichts. Oder ich wüsste jetzt nicht wo. Müsste jetzt ewig suchen. Was sollen wir machen?
könnt's. Ich will es haben. Es ist halt wirklich so lukrativ, ne? Diesen riesigen Brocken jetzt einfach in die PU zu drücken. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist ja wirklich geil. Aber kann man es auch halten, ne? Das ist nicht. Dann kommt ja noch die Niederlande. Ich hoffe, wenn die jetzt rauskommen würden, dann würde ich es sofort angreifen. So ist mir das noch zu heiß. Ja, man jetzt nur überlegen. Ich denke mal, ihr werdet auch so eure Gedanken haben, wie wir das machen. Eine andere wird sagen, drauf auf die Luzi. Komme, was wolle. Wir sind ja gut aufgestellt, man darf es ja nicht außer Acht lassen. Wir haben ja hier schon ordentlich. Wenn wir das jetzt noch mitnehmen, die Artillerie, das können wir schon mal machen. Ich bin schon drauf und dran, drauf zu drücken. Bin ich ganz ehrlich. Drauf und dran. Wir können hier noch ein bisschen ausbauen. Moment, wir knallen mal die Punkte ein bisschen weg. Was können die? Die können ja nicht mehr viel. Muss man sich auch mal ganz im Klaren sein. Die können nicht mehr viel und denen geht's ja nicht so gut, ne? Bin wirklich drauf und dran drauf zu drücken. Oh, da unten ist Frankreich frei. Komm doch zu mir. Yes. Frage. Bringt's was? Republik? Aha. Abberufen. Da stehen sie jetzt, die 1000 Mann. Da 50, 13, das sind die 60. Oberpfalz. Leute, was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Mach doch einfach mit. Das wäre das Einfachste. Wen haben die noch so als Rivalen? Großbritannien. Mit dem habe ich ja gar kein Beef eigentlich. Weiß nicht, warum die mich jetzt rivalisieren. Aber bald ist wieder Frieden mit dem Böhmer. 75. So, Leute. 74. Sollen wir die 3 Jahre noch warten, oder was? Sicher, sicher, oder? Machen wir. Wir warten die 3 Jahre. Hat ja, was sollen wir denn sonst? Es ist jetzt einfach zu, es ist einfach zu riskant alleine. Das ist, Und dann ist noch die Frage, wie wir es halten. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier zurechtschrauben soll. Bauen wir ein bisschen aus, kreuz und quer, was noch möglich ist. Kriege ich die Mauer in... Nee, schade, die hätte ich ganz gerne in München gehabt. Als Hauptstadt, ne? Regierungssitz. Soldatenhaushalt, Rekrutenreserve plus 750. Wo kann schon sowas hinkleben? Da, 1800, 3750, 2000. Boah, das hau ich mal hier hin. Wahnsinn. Coole neue Gebäude. Ja. Ich will das haben. Ich will gucken, wie es aussieht. Das ist es. Die Boys da reindrücken in die PU. Und das ist der absolute Hammer. Oh, der Papst hat sich das geholt hier. Die Ecke. Wie sie das gemacht haben, jetzt keine Ahnung. Provence haben sie halt zerlegt. Stört das gar nicht, Böhmen? Komisch. Nach da oben ist auch alles im Heiligen Römischen Reich. Livonische Orden. Zumindest die Gegende hier.
Also wenn wir das dann, also ich meine Überlegung ist, wenn wir das haben, sind wir eigentlich stark genug, dann kann uns eigentlich keiner mehr was. Aber das Ganze auch noch irgendwie zu integrieren und festzuhalten, das wird nicht so einfach, ne? Oh, hier haben wir Verschleiß. Vorsicht. Geh mal ins Tal. Wir gucken uns nächste Folge an. Wir werden es sehen. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Bis dann. Ciao, ciao.